Herzlich willkommen zu Andis Gatte. Was in den nächsten 3-4 Wochen passiert ist, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie beim letzten Video schon gesagt, sehen wir jetzt die Sonnenblumen aus. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, welche ich alles dieses Jahr aufsehe. Hier seht ihr sie im Bild. Es sind ein paar schöne Sorten dabei und ich freue mich jedes Jahr drauf, auf die schöne Blütenpracht, damit unsere Bienchen was zu pflücken haben. Grund genommen ist es eigentlich immer das gleiche. Erde rein, Loch rein, Samen rein, warten. Mich fasziniert bei dem ganzen Spiel immer, was aus so einem kleinen Samen eigentlich wird. Ja, so eine richtig tolle Pflanze. Das könnt ihr jetzt auch gleich hier mal im Bilder sehen. Da habe ich aus Vorjahren mal ein paar Bilder gemacht. Das zeige ich euch hier gerade. Und das sind richtig schöne Pflanzen gewesen. Und da war ich auch richtig stolz drauf. Das war mein erstes Gartenjahr. Und ja, und da habe ich mir dann geschworen, mir kommt jedes Jahr Sonnenblumen ins Beet. Aber dieses Jahr habe ich ja noch eine weitaus größere Blütenpracht in Planung. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Um nichts zu verpassen, gebt dem Kanal ein Abo und ein Like. Das freut mich sehr. Ja, und hier musste ich meinen IBC-Tank einmal neu unterbauen, weil er doch durch das Gewicht vom Wasser in dem Tank ziemlich abgesackt ist. Und meine Kittys sind auch fleißig dabei und helfen mir wieder mit. Ich will ja das Ganze irgendwann mal richtig unterbauen und auch mit Bretter verkleiden, dass das einmal, sage ich mal, gemacht ist und dann komplett fertig. Wann das zu dem Zeitpunkt mal passiert, weiß ich noch nicht, aber in Planung ist es, dass ich mir das irgendwann mal richtig baue und dann wird das mit Bretter zugemacht und dann bleibt das für immer so. Ich sag's mal so, es ist halt einfach nichts Richtiges und nichts Ganzes. Also es muss halt einfach irgendwann nochmal richtig gemacht werden und dann bleibt das auch so und dann sieht das auch ordentlich und schön aus. Ja, und diese Aufnahme habe ich bewusst mal so gewählt, dass seht ihr mal, was für ein Dreck sich da drin in so einem Wassertank absetzt, wie viel Algen und Schlamm da drin ist. Das war jetzt der einzigste Container, den ich noch nicht ausgespült habe. Die anderen zwei habe ich schon alle einmal ausgespült. Den Container, den wir jetzt hier sehen, den werde ich Ende des Jahres ausspülen und dann sind sie alle drei wieder safe. So, meine Umbauaktion ist abgeschlossen. Wie ihr seht, hinter mir habe ich jetzt die Fässer alle in einer Reihe erstmal provisorisch gestellt und hier vorne, wo die standen, hier habe ich jetzt das Kleinfass hingestellt, da war ja Holz drin. Aber daneben, die zwei stehen jetzt da hinten und jetzt habe ich alles in einer Reihe, so ziemlich. Und hier standen die Algen. Da steht jetzt noch ein blaues Fass. Das kommt weg noch, das habe ich aber auch schon leer gesaugt. Das ist auch so gut wie leer. Hier steht der Hänger. Und ja. Ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Aktion. Hier in meinem neuen Beet muss ich jetzt noch ein bisschen Unkraut hacken. Bei den Wintersteckzwiebeln, Erdbeeren und beim Knoblauch hin, damit ich da dann mit Rasenmulch mulchen kann. Thank you.
Ein wunderschönes Gemäuer. Und aktuell zeige ich euch mal, um was es jetzt geht. Ich habe hier einmal so eine Gießkanne hier. Die habe ich mir in den Internet gestellt. Und für was die Dichtungen sind, für was die Schlafstellen brauchen, Schlafstellen-Dichtungen und warum ich dieses Teil brauche, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe schon einige Sachen probiert, mit den IBT-Tanks zu verbinden. Ich habe schon in Amazon verschiedene Sachen gekauft und es war alles nicht so, es war. Ich blende es euch mal ein, was ich da alles schon hatte. Und jetzt habe ich mich entschieden, vor ein paar Jahren das so zu machen. Bin eigentlich sehr gut gefahren damit. Ja. Weil die Dichtungen kosten nicht viel. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wie porös die Dichtung ist. So, glaube ich, geht es ganz gut. Und die wird jetzt mal ausgetauscht. Obwohl, guck mal hier, wie schön die hier rausgeht, einmal zwei. Die habe ich jetzt hier rausgemacht, also so sieht das ganze Ding mal ohne Dichtung aus. Die sehe ich gerade, die ist weg. Ja. Jetzt mache ich die poröse Dichtung weg und suche mir mal die neue. Findet ihr auch überall im Internet. Ich kann sie euch ja mal, das ist jetzt die neue, kann sie euch ja mal verlinken. Bin mal gespannt, wie zufrieden ich damit bin. Und ich muss aber auch sagen, ohne Mist, ich habe das noch gar nicht so lang. Also das habe ich jetzt erst seit, das ist jetzt das zweite Jahr hier. Ne? Ich finde es halt mit den Giga-Kupplungen echt ein bisschen flexibel. Ne? Das drehe ich dann wieder hier drauf. So, und dann ist das fest. Jetzt habe ich hier natürlich noch von dem Schlauchende, das, wie sieht da die Kupplung aus? Ich weiß nicht, ob das andere sind. Also die sind überhaupt nicht porös. Ne? Ich wechsle sie trotzdem, weil dann habe ich nämlich überall ein Fabrikat. Drei. Ich habe gerade wieder die Nachbarn da. Musste ich kurz aufhören zu filmen. So, ich habe jetzt hier bei beiden Dichtungen drin. Da hier drüben, also an dem Fass, muss ich nur eine Schlauchstelle dran machen. Und höchstwahrscheinlich auch eine andere Dichtung. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wie war denn das hier? Ich glaube, da geht es nur. Ich glaube, da mache ich nur noch die Schlauchstelle dran. So, also, wie gesagt, hier unten, die habe ich jetzt gewechselt, das ist einmal frei. Ja. Ist auch dicht. Und dann gehen wir mal an die andere Seite. Jetzt sind wir hier. Und hier hatte ich ja das Problem, dass das total undicht war. Ich hier nochmal zu. Mach hier auf. Gucke ich mir auch natürlich mal an. Aber hier siehst du auch, Dichtung sehr porös. Oh Leute, die fällt mir hier sogar schon entgegen. Ja, aber ich bin halt auch ganz ehrlich, was ist denn das für ein Material? Also ich kenne die Giga-Dichtungen, die halte 5, 6 Jahre und die sind schon nach 2 Jahren so porös. Hat das mit der Witterung zu tun? Meine Frau meinte ja, das wäre witterungsabhängig. Naja, nicht schlimm, habt ihr recht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so einfach wegfliegen. Zack, hin. So. Einmal drauf.
bin dann überall. So, bevor ich jetzt aber heimgehe und die Dichtung hier irgendwie versuche zu reparieren oder zu erneuern, gehen wir noch zu meinem drittes Sorgenkind, was ich habe hier. Und zwar hier. Die zwei Fässer habe ich geschenkt bekommen. Und da unten war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, so ein Entnahmeschlauch dran. Der war undicht. Und hier fließen mir 1.400 Liter Wasser weg. Jetzt habe ich natürlich nochmal einen Deckel bestellt, habe aber auch den hier zu Hause gefunden. Den habe ich hier reingedreht mit einer Dichtung. Den versuche ich jetzt mal hier drauf zu schrauben und zu gucken, ob das funktioniert. Das wäre zu schön, wenn das geht. Oh. Ich glaube, die... Oh, wie nennt sich's denn? Das Gewinde bastelt hier. So, jetzt habe ich noch eine Rohrzange gefunden, eine alte. Ich probiere das mal hier drauf zu drehen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Eigentlich nur noch Wasser rennen. Aber ich hole jetzt. So, eigentlich käme ja jetzt noch der nächste Streich. Ich müsste jetzt hier unten noch sehen, ob das alles wieder dicht ist. Weil das Ding war voll. Das war mir schon ein Drittel leer gelaufen, weil es getropft hat. Jetzt habe ich es heute Mittag ganz abgelassen. Eben das Teil drauf gedreht. Das drehe ich jetzt nochmal fest und dann lassen wir es nochmal voll laufen. Also wie gesagt, Schlauch abhängen, Fässer leer pumpen, hier rein, schauen, ob es funktioniert. Hier habe ich meinen Saugschlauch. Den brauchen wir gleich. Einmal. Der wird reichen. Ist hier rüber. So. Es geht mir jetzt nur darum, mal zu schauen, bist du dicht oder bist du nicht dicht. Also ich bin nicht ganz dicht, aber ich hoffe, der Rest. Hier. Aber Leute, wenn ich hier gerade Dichtung gewechselt bin, könnte ich hier eigentlich auch gleich neu drauf machen. Das mache ich auch. So. Und tschüss. So. Nehmen wir gerade die Pumpe. Ich habe auch schon gemäht. Die Mähsaison ist auch schon eröffnet. Übrigens, das Teil, die Rutsche können wir verkaufen. Wer es will, kann sich gerne bei mir melden. Es wird wieder schön. Wir haben heute der erste Tag mit 22 Grad. Herrlich. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Hole die Motorpumpe. So, hier sind meine Motorpumpe. Matschig. Da ist vorhin nämlich das ganze Wasser rausgelaufen. Da ist es immer noch ein Matschhaufen. So. Also dann brauche ich drei Dichtungen. 1, 2, 3. Die holen wir auch noch. Kleines Wort zu der Pumpe, die ich da habe. Das ist eine müde Motorpumpe. Und ja, die habe ich auch jetzt schon, ich will nicht lügen, 5, 6 Jahre. Stimmt.
und bin voll zufrieden mit dem Ding. Also, ich kann echt nicht meckern, gell? Echt nicht meckern. Hier für meinen Gatte, um Zeug hin und her zu pumpen. Einwandfrei. So, einmal Dichtung raus, neue Dichtung rein. So, und die Dichtungen hier sind auch schon 5-6 Jahre alt. Also die habe ich damals, die Aufsätze hier habe ich damals gekauft, wie ich die Pumpe gekauft habe. Und so alt sind auch die Dichtungen. Und die sind, die fangen jetzt an, leicht porös zu werden. Also so viel zum Thema Qualitätsunterschied bei den Dingen. So, zack, rein. Übrigens, der Griff schwärzt ab hier. So. Na, warum willst du nicht? Oh. So, da ist ein neuer drin. Und jetzt müsste eigentlich nur noch hier ein neuer rein. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Endstück. Ja. Boah. Kann ich ihn euch mal abstellen? Oh, ich würde sagen, hier oben drauf. Geht das so? Schaut mal, ich zeige euch auch mal. Hier, wie einfach das ist. Einfach Dichtung rausziehen. Zack, hast du schon in der Hand. Und einfach die neue Dichtung reindrücke. Schon ist die neue Dichtung drin. Jetzt haben wir aber genug gedichtet. Jetzt geht's an die Pumpe. Oh Leute. Warum? Da brauchen wir auf jeden Fall keine Ansaugprobleme zu haben. Ah, ich liebe Physik. Übrigens, da hätte ich auch gleich eine neue dran machen können. Aber gut. Egal. Zack. Ich glaube, der Schlauch reicht. Gerade so. Oh, man muss mal anschmeißen. Sit. Schock. Auf On stellen. Einmal ziehen und dann ist er. Bäh. Aber nicht überfahren. Meistens lasse ich es so im Leerlauf. Das ist voll guter Pumpe. Weil ich will ja kein Feuer lösen. So, den Schlauch nehmen wir auch mit. So, das wäre ja natürlich richtig schön und das jetzt hier dicht wäre, gell? So, wie ihr seht, hier kommt noch ein bisschen Wasser raus. Und auch schon immer ein bisschen mehr Wasser raus. Thank you.
abwarten, bis es voll ist. Hier unten, das ist dicht. Da tropft nichts. Hier tropft auch nichts. Und da auch nicht. Super. Ja, während das jetzt hier voll läuft, wollte ich eigentlich euch nochmal hier zu der ganzen Wassergeschichte was erzählen. Also, ich habe Jahr für Jahr eigentlich immer andere Ideen und ja, jetzt habe ich das wieder von links nach rechts gestellt, von rechts nach links. Es ist alles irgendwie, denke ich mir dann immer, es ist noch nicht zu 100%ig so, wie ich das gern hätte. Ja. Man kann immer noch mal was verändern, immer noch mal was anderes stellen. Man versucht immer irgendwie noch mal das Beste rauszuholen. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja schon mehr wie ein IPC-Container-Verbindung hier dran gehabt. Und so wie ich es jetzt hier habe, finde ich es immer noch meiner Meinung nach das Beste. Also ja, jetzt tropft es da auch, habe ich gerade gesehen. Und das sind Kleinigkeiten, die kann man ganz schnell beheben, ja. Das ist jetzt was anderes wie an so einem ganzen Ding. Ich habe da zwar jetzt mal einen Deckel gestellt, ich hoffe, der kommt und passt auch. Aber hier brauche ich nur einen Schlauch ohne Kram zu machen und dann habe ich auch wieder eine Verbindung. Also es muss eigentlich einigermaßen passen. Ja, obwohl ich sehe jetzt auch, da tropft es auch. Also es ist alles nicht so hundertprozentig, ja. Mal gucken. So, in dem Moment, wo ich die Kamera ausmache, futscht hier der Schlauch aus. Sollte eigentlich nicht sein. Warum? Bleib doch jetzt einfach gerade drin, du Sau. Entschuldigung für den Ausdruck. So. Besser. Ja, also, es ist halt alles nicht so hundertprozentig. Versteh's halt auch nicht. Es ist doch zu. Es ist eine Dichtung drin. Das ist niegelnagelneu. Warum kann das nicht einfach dicht sein? Hier. Kann das jetzt auch nicht mehr aufmachen. Naja. Lass es tropfen, die paar Tropfen, die kommen. Und mal schnell gucken da drüben, wie weit das ist. Und eigentlich wollte ich heute noch was anderes machen. Ja, ist bald leer, guck mal. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe jedes Jahr andere Ideen, ja. Da kommen jetzt an noch zwei IPC-Container hin, damit ich einfach mehr Wasser habe, ja. Aber irgendwann denkt man sich halt dann auch, ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist auch irgendwann mal gut, ja. Ist irgendwann mal gut. Der Zeitpunkt ist jetzt gerade so da, wo ich denke, es ist jetzt immer gut. Ich mache den Garten ja hier, das ist mein Hobby, ja, das ist mein Ausgleich, mein Hobby, ja. Und man merkt halt auch irgendwie, der Alltag ist dann doch schon ziemlich stressig, ja. Und man schafft das alles nicht mehr so. Ja, man wird ja auch nicht jünger. Ja. Und von daher muss man sich halt dann irgendwann Gedanken machen. Also den Garten abgeben durch auf keinen Fall, eher durch dann lieber Blumen hier rein pflanzen und durch die dann im Sommer bewässern. Aber ja, es ist alles nicht mehr so einfach. Mit der Zeit zumindest. So, jetzt ist das fast all. Wie ihr seht. Und dann hängen wir es rüber. Damit das Wasser halt auch rauskommt. So, jetzt habe ich den ganzen Kram mal aufgelockert. Das Eckchen hier. Hier ist der ganze Unrat. Also Unrat nicht, aber Unkraut oder Beikraut. Und jetzt kommt hier
Rinderkacke drauf. So, jetzt habe ich schon eine Art drauf gemacht. Und jetzt so, andere Hacke geholt. Jetzt will ich das noch mal ein bisschen innen. So, jetzt seid ihr ganz nah mit dabei, weil dann stelle ich dann mal hin. So. Das, was jetzt hier in den Boden kommt, ist der Kohlrabi Superschmelz. Der hat die Größe. Den machen wir hier hin. Schön Gießmulde machen, dass hier das Wasser hier drin bleibt. Ihr könnt auch übrigens sehen, was ich gegen den Unkrautdruck mache. Ich mulche, damit ich nicht zu viel Unkraut hacken muss. Der erste Teil ist jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum zweiten Teil. Macht's gut, euer Andi.